We've been working on establishing a supply line and we're nearly there. All we need is someone to make sure a path is clear through the sewers, and that someone would be you lot. As soon as you're done, I got smugglers ready to bring in goods for Überstreik's resistance. Und wie ihr gesehen habt, es gibt zum Schluss auch immer einen Fluchtwagen. Das war ja jetzt diese Kutsche da, die da stand. Die kommt auch immer. Und an dieser Stelle herzlich willkommen zur zweiten richtigen Folge Vermintide. Weil ich habe mir da jetzt so einen kurzen Cut vorher wieder gehabt haben, dass jetzt die dritte Folge anfängt. Und die zweite halt mit richtigem Gameplay. So, wir sind wieder der Hexenjäger. So wie eben, das kann man in der Zeit nicht wechseln. Wir könnten hier unsere Ausrüstung wechseln, aber wir haben natürlich nichts. Das bringt uns hier natürlich noch gar nichts. So, der ist jetzt kopflos. Mit einem Schlag auf den Kopf ist der Gegner natürlich sofort tot. Während so ein Körper Hit mehrere Hits braucht. Oh, der Typ ist immer noch in der Lobby drin, aber er ist einfach nur... Ich versuche nochmal für... den Rauswurf abzustimmen. Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht viel bringen. Aber ich will halt mit den anderen zusammenbleiben. So, die müssen was drücken. Die müssen drücken, dass rausgeworfen wird. Oder wir lassen sie da hinten einfach sterben. So. So, die anderen bewegen sich gerade nicht. Das macht mir ein bisschen Sorge. Autsch. Da wurden wir erwischt. Aber ihr habt ja gesehen, wir haben es überlebt. Ich will eigentlich hier oben auf dem Stehen bleiben, weil man im Wasser natürlich wie in jedem Spiel langsamer wird. Das sind natürlich noch die einfachen Skaven und dann auch noch auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. Ist das jetzt natürlich nicht so eine Herausforderung. Aber, wie gesagt, ich will euch halt einfach mal die Map zeigen und will nicht direkt sterben. So, unsere Teamkollegen... Oh. Da, okay. So, der ist weg. Hier das, seht ihr, da gibt es schon mal ein paar Möglichkeiten mehr zu spielen. Es ist sehr verworren, sehr viele Gänge, wo man auch nicht wirklich weiß, wo ist jetzt der richtige Weg. Da hätte ich blocken müssen, habe ich leider verpasst. So, die Wache habe ich jetzt wieder so ausgeschaltet. Also den die stärkere Ratte. Womit die anderen wohl anscheinend auch Probleme haben, die auszuschalten. So. Hier ist noch ein Medipack. Oh, 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 die Ratte. Die Ratte hat Loot. Wenn wir die Ratte töten, dann kriegen wir Loot. Verdammt. Verdammt, ich wollte die Ratte. Es gibt so eine Ratte mit einem Sack und wenn man... Und wenn man die tötet, dann kann man sich Loot holen. Das sind dann, ich weiß nicht, was es ist. Aber es ist immer was Schönes. Habe ich gehört. Verdammt. Sie ist entkommen. Die hat aber echt viel ausgehalten. Wie oft haben wir auf die geschossen? Also alleine ich schon. Ah, Ammunition, sehr gut. Kommt mir sehr gelegen, nachdem ich gerade so viel verballert habe gegen die Fetten. Ich hatte kurz, die Ratte hätte ein Fass auf dem Rücken gehabt, aber das war kein Fass. Wo geht's denn hier lang? Nein! Ich habe ihn noch geschlagen! Hilfe! Bam! Schrotflinte. Erstmal Schrot in den Kopf. Kommen wir irgendwie wieder hoch? Nö. Okay. So, wo müssen wir lang? Ah, da unten hin. Ah, okay. Wir öffnen jetzt irgendein Tor. Das da vermutlich. Ach, da ist ein Stärketrank. Aber wir haben ja noch einen. Den ich jetzt auch mal nehme. Einfach so, weil dann das Schnetzel ein bisschen besser geht. Und dann kann ich den einen Stärketrank gleich wieder nehmen.
So, das ist jetzt halt einfach. Das seht ihr, ne? Ist nicht so viel, wenn ich da ein bisschen auf Krawall aus bin. So, die eine ist da hinten schon wieder am Verrecken. So, ich nehme jetzt den einen Trank wieder. Oh. Der Grund, warum man jetzt zum Beispiel nicht immer LT drücken sollte, wenn man mit den Pistolen schießt, ist natürlich, dass es ungenauer wird, die Schüsse. Man, weil, wegen dem Rückstoß, ne? Und man kann sich natürlich nicht mehr so schnell bewegen. Mit der normalen Pistole kann ich schießen, wenn ich auch ganz normal renne. Also man kann nicht rennen, ne? Aber wenn ich ganz normal gehe. Und, was wollte ich sagen? Ah ja, und mit den doppelt gezogenen geht das ja nicht so einfach. So, das Tor ist unten. Wir können weiterziehen. Öffne die Schmugglerroute. Ah, das ist eine Kiste. Das ist ein Medikit. Ah, den kann man auch töten, wenn man auf den Kopf zielt. Also den mit der fetten Rüstung. So. Ich heile mich mal selber. Ich heile. Ich heile ihn mal. Ich hoffe, der läuft jetzt gleich weiter. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Wow. Bot. Gut, der ist rausgeflogen oder ist gegangen. Ah. Ambus ist auch sehr effektiv gegen ihn, also generell Schusswaffen. Oh. Gut, ich habe jetzt immer noch die Explosionsding, während er, der Zwerg, den Molly eingesammelt hat. War zu weit weg, ich dachte, mein Schwert würde die erreichen. Okay, wo müssen wir denn lang? Ich gehe mal hier lang, weil hier kein Wasser ist. Ach, guck mal hier, so ein Piratenzeichen. Das ist natürlich die Schmugglerroute. Zack. Zack. Ich bin mit dem Zielen noch so ein bisschen nicht so geübt, würde ich mal sagen. Und ich höre jetzt auch mal ein bisschen auf, hier rumzuballern, weil das sind einfache Ratten. Dann auch noch im Schwierigkeitsgrad einfach. Oh, der Zwerg sollte sich mal heilen. Dann kann er das eine Medipack da mitnehmen. Das ist auch noch ein Bug. Man kann einen heilen und der kann weiterrennen. Das ist noch ein Bug, der mir aufgefallen ist. Ich war rumgerannt und plötzlich... Nein, nein! Plötzlich war ich voll health. Hilfe, Leute, Hilfe! Zwerg, Gartenzwerg, Bot, helft mir irgendwer. Was macht der Bot? Er ist kein Bot mehr. Er ist ein Zombie-Squirrel, ein Zombie-Eichhörnchen. Schieß doch mal, Hilfe. Gut, das Medipack werde ich gleich selber brauchen, das ich mir holen wollte. Oh, danke schön. Oh, das ist ein Gunner. So, Rattling ist tot. Gatling, Rattling, ne? Lustig. Okay, ich dachte, ich hocke vielleicht, dass ich so langsam bin. Nein, nicht den wiederbeleben. Oh, das weiß der eine natürlich nicht. Nein, 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 nicht. Oh, toll. Falsche Taste. Das wollte ich machen. Ah, habe ich einen Stärketrank verschwendet. Jetzt habe ich nur noch einen Geschwindigkeitstrank. Zack, so. Hier die Treppen auch schon ein bisschen überflutet. Ah, und schon wieder ein Hebel. Warum habe ich ihn nicht getroffen? Keine Ahnung, warum ich ihn nicht getroffen habe, aber scheint auch egal zu sein. Oh, ja, das hat bestimmt gut wehgetan. Oh! Mehr von denen.
Aber wenn man den Kopf trifft... Ah, okay. Man muss den Kopf treffen. Dann ist es One Hit, One Kill. Oh, nice, der Molly. Der Molly war echt cool. Oh, ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Ich hoffe, wir finden bald welche. Lagen hier noch Goodies? Nein, hier lagen keine Goodies. Hopp. So. Aber gut zu wissen, dass wir, wenn wir... Also das habe ich auch jetzt nur gedacht, weil ich das eben bei dem Zwerg gehört habe, wie er das gesagt hatte. Zack, Kopf ab. So. Also immer gut auf den Kopf zielen. Gilt eigentlich in jedem Spiel. Oh, der Zwerg meint es aufschlagen zu müssen. Oh, okay. So. Leider immer noch keine Munition, ne? Ich hoffe, die kommt hier bald irgendwo. Oh, leer. Schade. Schade, schade, schade. Erreicht die Kutsche. Ah, nice. Wir haben die Map jetzt gleich schon durch. Wir müssen nur die Kutsche erreichen. Das sollte jetzt, eine leichtere Übung sein. Ach, guck mal, der sitzt da oben sogar drauf. Nice. So, da haben wir mal was hochgejagt. Und da hinten kommt der. Ah, ich treffe, ab den habe ich nicht richtig getroffen. Komm, wir trinken den auch noch, weil wir den noch haben. So. Und alle rein in die Kutsche, kommt. Ah, kommt, Leute. Ab in die Kutsche. Und wir machen die Tür zu. Und wir verschwinden aus diesem Höllenloch. Jetzt kommt wieder der Endscreen. Mit der ganzen... Mit der Erfahrung, genau. Mission leider nur auf einfach abgeschlossen. Anscheinend war es auch eine Mission, die weniger bringt. Oh, wir haben die Schmiede freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt vermutlich Waffen herstellen. Die hat man ja in der Taverne schon gesehen, in der einen Ecke, dass da eine Schmiede war. Und wir haben diesmal eine Rune. Das heißt, ein Gegenstand von Stufe 2. Immerhin. Immerhin etwas. Eine Schusswaffe sogar. Also, ne, Level heißt nicht Level 2, aber es ist eine Schusswaffe. Und die ist für den Zwerg, leider. Schade. Das erkennt man an dem gelben Symbol darunter. Und ich stimme mal für die nächste Map ab. Und das ist dann auch die letzte, die wir in der Beta spielen können. Für mehr Maps müssen wir dann wirklich die Vollversion kaufen und spielen. Ich habe die, was, die meisten? Im Fernkampf getötet, die meisten, okay. Im Nahkampf die meisten habe ich auch getötet. Elite-Einheiten die meisten getötet. Hatte Kopfschüsse, war ich auch. Oh, okay. Wer waren da noch so? Echt, so wenig, so viele Kopfschüsse? Und die meisten Skavens auch getötet, also... The Skaven are up in the ante. They're out in the forest building war machines. We'll have to hit them first and hit them where it hurts. Destroy those cursed things before they are ready to roll. And I don't care how. So, und hier werde ich jetzt auch wieder einen Cut gemacht haben fürs nächste Video. Ja, wir müssen die Skaven aufhalten, ihre Kampfmaschinerie weiter auszubauen, um sie halt langsam besiegen zu können. Und wir wissen, dass im Wald irgendwo ein Lager ist, das wir zerstören müssen. Das habe ich übrigens schon mal halb gespielt, die Map. Und dann wurden wir getötet, weil die Typen sich doof angestellt haben. Aber wir stellen uns jetzt nicht doof an, denn wir sind ein schlauer Hexenjäger. In einem Spiel ohne Hexen. So, die Tür ist die nützlichste überhaupt in diesem Spiel. So. The Ratsmiths cannot hide from me.
So. Kommt ihr? Hier zum Beispiel ist jetzt der Nebel, das heißt, auch wenn die Texturen im Wald nicht so schön waren in der Einführung, hier sind sie, sehen sie vielleicht besser aus, weil sie, weil es neblig ist. Zack. Das Gefühl, dass er auch nochmal ein Stück nach vorne dann sprintet, wenn man den harten Angriff macht. Oh, Gatling. Okay, die blocken viel. Ich weiß nicht, ob sie ausweichen. Also unsere Mitspieler meine ich jetzt. So. Mit den Pistolen dann rechter Stick drücken geht übrigens nicht. Da packt man dann nicht plötzlich das Schwert aus. So. Er orientiert sich vermutlich sehr viel am Tutorial. Was auch gut ist, ne? Aber manchmal ist es halt so, wenn man eine schnelle Waffe hat, wie ich, dass man viel draufhauen muss. Wobei er ist ja halt der Krieger, er hat keine schnellen Angriffe. Ich verstehe nur noch nicht ganz, wonach die Headshots gemacht werden. Weil manchmal bin ich mit dem Fadenkreuz genau auf deren Köpfen drauf. Mach aber keine Headshots. Ich gehe mal rüber zu meinen Kollegen. Ach, der eine spielt jetzt auch mal mit. Er hat jetzt auch mal gemerkt, dass er in der Lobby ist. Okay. Wir haben wieder irgendwo einen Giftmischer. Boah, die Textur war gerade wegen dem grünen Nebel aber ganz schön schlecht. Das sieht echt so PNG-mäßig gerade aus wegen dem Nebel, aber... Okay. Der Giftmischer ist da hinten irgendwo. Da ist er. Haben wir ihn? Ich habe ihn, okay. Habe ich auch schon wieder viel verschossen. Mann. Oh, das ist einer von uns. Foul Warpstone Machinery! Flash the blasphemous thing! Kill that gunner! I'm taking fire! Fuck, 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 fuck! Der macht so viel Schaden einfach, der Gunner. Ha! Nee, doch nicht. Okay. Er steht aus irgendeinem Grund und liegt nicht, aber okay, jetzt steht er wieder. Das war einfach blöd. Okay, Stärke haben wir. Ich glaube, ich heile mich mal. Holy Sigma, bless this ravaged body. Zack. So. Auch wenn es anscheinend nicht so klingt, als ob wir ihn treffen würden, wir treffen ihn trotzdem mit den leichten Angriffen. Also, weil im Tutorial wird ja erklärt, hier so und so, töte ihn mit einem schweren Angriff. Oh, hier. Ich nehme mal den Molly mit, wenn ich drankomme. Anscheinend komme ich nicht dran. Oh, das liegt daran, dass ich schon eins habe, das ich nicht tauschen kann. Ups. Ah, verdammt. Ich will da unten hin. Ach, ich habe keine Muni mehr dafür. Fuck. Oh. Ich habe leider keine Munition gehabt, sonst hätte ich ihm gerne geholfen. Ich habe eben zu viel rumgeballert, als der Gunner da war. Weil er mir aber auch echt auf den Sack ging, der Gunner. Warte mal, ich kann ihm, warte, da. Da. So. Der eine ist jetzt wieder AFK. Toll, warum spiele ich überhaupt ein Spiel, wenn ich nicht kann? Oh Gott. Tank der Geschwindigkeit? Nö.
Das haben sie übrigens auch von Left 4 Dead quasi übernommen, dass man Leute mit seinen eigenen Sachen heilen kann. Beziehungsweise denen, die geben kann. Ohne Tinkturen, also Tränke, kann man denen, glaube ich, nicht geben. Okay, irgendwie, wenn ich aus einer größeren Entfernung die Skaven angreife, habe ich so, dass ich die irgendwie eher treffe, als wenn ich direkt vor denen stehe. Jetzt sich aber auch noch an den Kopf, da wo der Kopf eigentlich sein sollte. Oh. Oh, jetzt haben wir nur noch Bots. Das ist nicht gut. Verdammt, die anderen haben die Verbindung verloren zum Haus. So, ihr seht, der rollt sich viel rum. Aber hier kann er halt nicht viel entkommen. Okay. Hier kann er natürlich nicht viel irgendwo hingehen. Wie komme ich an dieses blöde Kit? Hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand. Wow. Da liegt ein Medikit, das ich mitnehmen könnte, aber nein. Das Spiel sagt, hier ist eine unsichtbare Wand. Ah doch, ich kann es doch mitnehmen. Ich muss es nur richtig ansehen. Ich muss ihm nur richtig in die Augen blicken. Okay. Hier wäre aber auch noch ein Medikit gewesen, also so ist es nicht. Vielleicht nimmt es sich einer von den aus welchem Loch kamen die denn gekrochen? Ach schade, dass wir jetzt wieder nur Bots, nur Bots haben. Fuck, ich hänge an irgendwas fest. Oh, wer hat den denn getötet? Oh, ein Gunner da unten. Eigentlich würde ich ja sagen, wir verpissen uns einfach, aber die wollen den anscheinend töten. Leute, kommt hoch! Leute, kommt einfach hoch. Ah, die folgen dem. Sehr schön. Nice. Ich könnte wetten, dass irgendwas mit meinem WLAN wieder war, dass die rausgeflogen sind, die Kollegen. Weil das in letzter Zeit wieder so oft einfach plüpp weg ist und... Ich guck mal kurz. Ah, ich bin auf Xbox auch noch online. Oder es gab einfach Serverprobleme. Kann auch sein. Ich bin auch schon mal aus einer Lobby rausgeflogen, weil der Host angeblich keine Connection hatte oder sowas. Aber naja. Auch so kleine Bugs, wie zum Beispiel, dass da steht. Da blicke ich bei dem Spiel hier drüber hinweg. Gerade weil es halt nicht von einem großen Publisher kommt oder sowas. Ah, der eine, da tritt glaube ich einer dem Spiel bei. Darum ist das da unten gerade ausgegraut. Zumindest kam es mir eben so vor, weil dann hatten wir plötzlich wieder ein... Genau. Jetzt haben wir einen Spieler wieder. Da. Einer hat den Soldaten übernommen.